Morgens halb sieben in Deutschland. Tommy bringt den Müll weg. Mann, ist das schlimm, ey. Über uns haben wir hier immer nachts jetzt immer Party hier. Jetzt haben sie die ganzen Stufen voll gerotzt. Die ganzen Bengels. Also ich verstehe das nicht. Wie kann man denn das so machen? Oh, ich bin jetzt auf den Sack. Ich will einen Zettel schreiben und den an die Tür kleben. Müssen sie alle sauber wischen, was zur Hölle, der kann ja hinterher wischen da. Familie und Co. Willst du das mit Namen schreiben? Ja, will ich mit Namen schreiben. Ja, klar, will ich mit Namen schreiben. Im Hausflur wird nicht rumgerotzt. Und wenn einem was aus dem Mund fällt, dann macht man das weg. Also bitte sauber machen. Oh, mich ärgert das, wie kann man das machen? Das ist so eine Nichtachtung. Das waren bestimmt auch die, die hingepisst haben im Haus. Das waren bestimmt auch die, die unten hingepisst haben. Klar, zwei, dreimal hingerotzt, ja, aber das ist doch scheiße. Das ist doch jetzt eine schöne Art und Weise. Da krabbeln auch die Stufen hoch, ey. Das ist alles voll krasse. Naja, es geht ja auch darum, dass ich da nicht. Ich meine, ich hab das eh immer schon die Pisse da weggemacht, ja, aber irgendwann hört es auch auf. Wie kann man denn überhaupt in Hausflur pissen? Also wirklich. Du kommst ja mit heute wieder. Schule schicken. Ja klar, ja, sag mal, nicht so langsam wie du. Na du hübsches Ding, ne? Zack und rennt wieder weg. Lacht mich an und holt ab. So, wir müssen. Schuhe an, los. Habe ich. Ich hab Wischlops an. Diese. Was für Dinger? Wischlops. Was sind denn Wischlops? Flipflop heißen die, meinst du? Aber Wischlopf ist auch nicht schlecht. Wischlops siehst du ja. Wischlops. Also gibt es einen Wischmops? Nee, warte mal. Wischmop. Es gibt doch diese Schuhe mit so. Ja, ja, gibt's so auch. Vielleicht heißen die so Wischlops. Wischflop, Wischflops. Flops müssen wir heißen, weil diese floppen. Oh, danke schön. Das ist nicht seine, das ist eine Mama. Das ist mein Schuh, ich hab Wischlops. Nimmst du den mit? Ja. Kommst du mit? Ja, ich schreibe auch die ganze Arbeit. Ja, stimmt ja, du schreibst ja die Arbeit. Marlies schreibt ja heute die Arbeit für die Vertretung. Von wem? Fällt ja auch ja nicht auf vom Alter her. Ja, eigentlich. Erst Freitag. Die Größe müssen wir was machen, musst du auf Knie drin rubben. Mama, Messer. So, komm. Ja, jetzt sehen wir jetzt Frühstück und dann... Auch noch eine Rührung. Auch noch eine Rührung, sehr gerührt. Ja, und dann, und dann, und dann. Dann ist wieder los. Mal die Kamera putzen. Was heißt nicht los? Ich war schon einliefern jetzt mit Blumen. Also ganz tapfer ihre Ritterburg dahin getragen. Oh. Zum Schafott. Ja, aber die ist auch ja, natürlich, heute. Hat sie gesehen? Die ist so eingestaubt gewesen und Spinnen haben da schon tot drin gelegen. Na, die wurden besiegt von den Rittern, ja. Die Spinnen. Ja, das war Taktik, das war Spiel. Ja, liebe Leute, frisch rasiert. Aha, naja, ein bisschen. Also ich habe ein bisschen geschnutzt, mein Räuberbart. So ein bisschen und man kann wieder von meinen Lippen lesen. Das ist doch auch schön. Ja. Jetzt geht's frisch an den Start. Ich werde jetzt heute hier anfangen zu räumen. Und zwar fange ich natürlich hier vorne an, im vorderen Bereich. Wenn der fertig ist, kommt der nächste Bereich und so weiter. Wenn wir das machen. Also was heißt räumen, sondern nicht räumen, aufräumen natürlich. Dazu gehört eben alles, was überflüssig ist, nehme ich weg, nehme ich ab. Und ja, dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal, was so übrig bleibt. Ne? Ich muss alles vorbereiten. Ganz simpel. Ich muss einfach nur alles vorbereiten für den Saisonanfang. Also ihr seid mit dabei, ihr guckt aber von hier oben zu, würde ich mal sagen. Ich weiß ja nicht von wo. Ich stelle euch mal da hin.
Also heute wird so ein Zeitraffer-Vlog offensichtlich. Also da wird viel in Zeitraffer gezeigt, ne? Ich hoffe, es gefällt trotzdem. Papa hat deine Suppe schön abgebügelt. Wieso? Was war denn? Die benimmt sich heute gut. Etwas wie die Axt im etwas, Walde. Etwas gut? Ein bisschen gut, halt ne? Halt mal bitte fest dein Glas. Nicht nur mit einem Finger. Also sind, das sind vier Finger. Ich habe gerade mal vorne diesen kleinen Bereich geschafft. Ich habe 3 Stunden gebraucht. Ich habe immer nicht so viel Zeit zum Kochen, wenn ich mit Jungen halt immer hin und her gehe. Mit ihren Zusammenbrüchen unterwegs dauert das alles immer noch länger. Ja, guck mal nochmal, ja, nee. Der Lumi frisst Zeit. Oh. Geh mal auf den Sack. Ist jetzt ein Jahr her mit der Diagnose, ne? Weißt du das? Nee. 1. März haben wir die gekriegt. Siehst du? Das war. Seit einem Jahr hat sich so viel verändert hier. Mhm. Wahnsinn. Tja, liebe Leute. Ich bin mal wieder zu Hause. Ich weiß ja nicht, wo ich zuletzt war, wo ich die Kamera an hatte, aber da war ich glaube auch zu Hause. Ich war jetzt eben unterwegs. War beim Händler. Hab den Schrank jetzt bezahlt. Gerade. Der Teig habe ich bis jetzt noch nicht geschafft und habe gleich noch ein paar Bilder mitgenommen. Hier. 2 schöne Porträts. Die hatte ich da auch schon noch hängen gehabt. Die waren auch schon zugesagt, dass ich sie nehme. Bloß, hab ja mal keinen Platz. Ich weiß ja nicht mehr, wohin damit. Und hole immer mehr und immer mehr und immer mehr. Die waren echt günstig. Deswegen habe ich sie mitgenommen. Und sind gut gemalt. Nicht jedermanns Sache. Porträts sind nicht jedermanns Sache, aber wie man sieht hier, ich habe hier ein paar. Da oben, das finde ich ganz nett. Das finde ich ganz nett. Ja. So eine Sache. Naja, Bietermeier, da sind sie ein bisschen schräg aus, die Sachen. Ja, also Bilder habe ich ein paar. Ich liebe Kunst, habe ich das schon mal erwähnt? Ich werde mich jetzt mal belesen über die 2 dargestellten Personen hier. Das ist ein Ehepaar. Er war Stadtrat in Friedenau. Und um 1920 war er Stadtrat. Und das ist seine Ehefrau. Ja, und da belese ich mich jetzt mal kurz zu den beiden ein bisschen. Und das ist eine Auftragsarbeit, eine Porträtmalerei-Auftragsarbeit, die sehr schön ausgeführt wurde. Also, das wird ordentlich Geld gekostet haben damals. Ist 1931 entstanden. Und ich schaue mal, ob ich was zu dem Maler rausfinde, dem Porträtmaler. Muss ja ein Berliner sein. Eventuell finden wir da auch was.
Porträts an und für sich sind ja nicht so interessant, außer der richtige Maler hat sie gemalt. Sollte der Maler nicht nur den Stadtrat, sondern eben auch jemand anders porträtiert haben, ist es gleich wieder eine ganz andere Nummer. Aber so, für den Preis, den ich dafür bezahlt habe, das ist wirklich so günstig, da muss man es mitnehmen. Es wäre sträflich, es nicht mitgenommen zu haben. Ich recherchiere. Tja, über den Stadtrat findet man nichts. Aber die Person selbst hat wohl in den 20er Jahren nicht viel bewegt. Und Schöneberg-Friedenau war ja nun auch eine ruhige Gegend. Also da gibt es anscheinend nicht sehr viele Einträge. Oder gar keine eben auffindbar. In den Archiven wird sich mit Sicherheit was finden lassen, aber das wäre es ja dann nicht wert. So, wo sind wir denn? Dann schauen wir uns mal an, ob wir hier was entziffern können von dem Namen des... Künstlers. Kraut. Jul. Kraut. Julius vielleicht. Kraut. Mal schauen. Julius Kraut. Dorotheum. Im Dorotheum, mal schauen. Julius Kraut. Signiert Juli Kraut, Öl auf Leinwand 1,31 x 1,5 m gerahmt. Ja. Na, das haben wir hier auch. Julius Kraut. Schätzwert 2.400 bis 3.000 Euro. Das gibt's ja gar nicht. Das ist Julius Kraut und signiert Jul Kraut. Dorotheum. Ist verkauft. In Wien wurde es verkauft. Das wäre ja der Oberschnapper, ey. Das wäre ja wirklich... Also ein Bild, was auch von den Maßen hier hinkommt, wie gesagt, habe ich jetzt gefunden. Aber für den Preis, das ist ja der Wahnsinn, ey. Tja, und da zeigt sich auch mal wieder, oh, das Bild ist sogar beschädigt hier. Oder aber, geboren 1859, der Künstler, dass das Bild, die Dargestellten, gar nicht so interessant sind, wie der Maler, der sie gemalt hat. Also... Das ist was richtig Gutes wieder. Es war ein super Kauf. Also, liebe Leute, bezahlt habe ich, ist ja alles kein Geheimnis hier, bezahlt habe ich 100 Euro, 50 Euro pro Bild. Dafür muss man es sowieso mitnehmen. Egal wie, egal was. Nun ist es signiert Jul Kraut. Jul.Kraut. Ja? Und das ist genau die Art von Malerei. Ja? Jeder, der was auf sich hielt, hat sich denn so darstellen lassen. In dem Fall hier ist ganz wichtig, dass das Gesicht in Ordnung ist und Gesicht gut gemalt ist und der Orden hervorsticht ein wenig. Bei mir sind's halt, ist halt das Gesicht und bei der Dame der Schmuck, also der Stand in der Gesellschaft, der ist ganz wichtig gewesen. Tja, leider findet man nicht sehr viel, findet noch nicht mal das Todesdatum von ihm, also man hat nur ein Geburtsdatum von dem Julius Kraut, geboren 1859, mehr weiß man nicht. 4 Auktionsergebnisse gibt es,
Ein Damenporträt von Julius Kraut wurde verkauft. Bildnis einer Dame der Gesellschaft vor rotem Vorhang ist verkauft 2013. Bildnis eines Herrn mit Verdienstorden ist verkauft. Bildnis des Malers Oskar Begas ist 1993 verkauft. Viel wurde nicht verkauft, viel ist nicht auf dem Markt von ihm. Jetzt ist die Frage, ob man jetzt irgendwo anfragt, bei irgendeinem Auktionshaus tatsächlich, und sagt, hier, wir haben zwei Bilder von Julius Kraut. Habt ihr Interesse daran? Ja oder nein? Und dann schauen wir mal, was da kommt. 1900 Zeitungsdruck 3 Berlin, Maler Julius Kraut, Theater, eBay. Schauen wir doch mal. Ah, geil, es gibt's doch gar nicht, ja? Jetzt 1900 Zeitungsdruck 3 Berliner Maler Julius Kraut, Theater, Sezessionsbühne. Das ist ja witzig, witzig. Da ist er da inmitten seiner ganzen, erst Porträtmaler, definitiv. Ja. Schade, dass nicht zufällig dieses Bild damit beisteht bei ihm, was ich hier habe. Das wäre ja wohl der Oberhammer. Oh Mann, ey, herrlich. Wie witzig. Ich find's total witzig. Ich habe wieder was dazugelernt. Auf alle Fälle. Ich habe einen guten Maler gekauft und den hat kein anderer da wahrgenommen, offensichtlich, weil der hängt schon lange da. Ich habe den schon die ganze Zeit beobachtet und dachte mir, will bestimmt richtig Geld für die Bilder. Jetzt habe ich mal nachgefragt und dann sagt sie mir, ja, 150, aber ein 100er. Also sind sie nochmal runtergegangen. Und das finde ich halt so günstig, das muss man mitnehmen. Also entscheidend ist nicht, wer gemalt wurde, sondern von wem es gemalt wurde. Das ist es manchmal auch nicht. Die Darstellung immer ist interessant. Geil. Ich freue mich total. Ich freue mich. Ein guter Kauf. Mama, Zucke, was hast du dazu? Ich bin auf. Mama, du bist ein Babybauch. Malis. Jo, ja, das ist ja was hier. Hey, guten Hallo. Abend. Da ist schon Zug. Am Freitag ist wieder offen. Okay. Ich habe eine Frage. Ja. Du hast diesen großen Lastenrad hier. Ja. Hast du das zu vermieten? Das zu verkaufen und zu vermieten. Und oder zu vermieten. Ja. Wir haben eine Küche gefunden. Wir haben hier umgezogen nach der Reichenbergstraße. Und wir haben eine Küche gefunden hier in der Schönheitsstraße, Nummer 16. Aha. Und wir holen das Ding einfach rüber. Das ist ja, dann vielleicht. Aber mit dem Handwagen besser. Denkst du? Den Handwagen da. Der ist so viel billiger. Kostet 10 Euro. Und das können wir auch vermieten. Genau, der kostet 10 Euro. Am Tag? Genau. Kann ich was jetzt bezahlen und dann das Ding halten für Freitag? Oder ist das besser? Kommst du dann am Freitag? Ja. Welche Uhrzeit hast du auf? Dann von 9 Uhr bis 21 Uhr. Sehr gut. Das passt perfekt bei uns. Dann müsstest du es einmal ausfüllen hier. Das Ding. Genau, immer Stift und mit. Schon seit Jahren ist es. Ey, ich liebe Running Ich liebe Englisch. Das ist die beste Sprache der Welt. Aber manchmal
Ich musste erklären, ne? Ja. Ich bin immer noch erklärt auf Deutsch. Genau. Also, das nochmal. Ich denke, eins muss ich da denn hinschreiben. Und Trailer, also Hänger. Ja, shit me! Wow. Rechnung. Look, it's like the 50th time that nothing works. Ah, ja, okay. Ja. Hey, ich hab einen Bleistift und alles fällt. Der weiß nicht, funktioniert. Ah, boah. Mal gucken, wie lange. Du hast mich vertraut mit deinem Bleistift. Also, ich hab zuerst nach Deutschland umgezogen. Ich war in so einem kleinen Dorf. Ja. Und jeder hat was da. Ein bisschen von alles. Straßenlicht. Egal. Ja, mach ja, alles. Genau. Und ich bin du musst aufheben. Hier, ne? Hier in der Stadt bin ich derjenige, der so alles hat. Alles Gästebett, auf. Brauchst du Gästebett? Gästebett haben wir da, kein Problem. Aber noch nie, aber vielleicht. Automat, aber du bist Problem. Das richtige Mensch zu kennen, ne? Thomas? Danke, ne? Ausweisnummer und ID-Nummer. Brauchst du das jetzt? Können wir dann machen. Zeigst du mir einfach und dann mach ich kurz Foto oder so. Nicht, dass du abhaust mit dem Geld. Kosten halt viel Geld. Ich gebe dir was, aber ich habe genug zwei. Kannst du das ja, alles nehmen? Mal. Genau. Einfach nur eine Unterschrift, das kannst du durchstreichen hier. Ja. Ja. Gehst du keinen Schlüssel mit? Oder ja. Du willst ein Schloss haben? Keine Ahnung, musst du denn sagen? Nee, brauchen wir nie. Wir haben ihn einfach da und ihn da mit dem Hänger. Zwei Leute dann zu schieben und geht's. Perfekt. Wir sind in unserem 9 Uhr Freitag. Oh, ja? Hey, Freitag. Ich bin der Thomas. Nice to meet you, buddy. Ja, nice to meet you too. Ja? Offen? Ab Freitag. Was hast du? Nein, mein Vater steht hier schon seit einem Monat. Nein, ich kann es mit reinnehmen, aber ich will ab Freitag erst halt auch Material zum Arbeiten. Aber kann ich es dir schon jetzt geben? Ja, das kannst du mir geben. Super, was hast du denn zu machen da? Also diese lange Dinge von Zentrum bis zum Rad sind kaputt gegangen. Speichen? Ja. Zeig mal. Ja, liebe Leute, habt ihr das selber gesehen? Da steht die erste Reparatur wohl fest. Speichen tauschen, Hinterrad. Wer hätte das gedacht? Speichenbruch. Das Schloss ist in die Speichen gekommen. Und das war's. Toll. Mach ich Freitag als erstes. Gut, wir sehen uns morgen. Der erste Auftrag ist da. Habe ich gesagt, unten im Keller schon Speichenwechsel. Hinterrad. Nexus 8-Gang. Etlichste Speichen. Das Fahrradschloss ist reingekommen beim Fahren. Das hat sie hinten auf dem Gepäckträger gehabt. Da ist es runtergefallen und drin in die Speichen. Ja. Deswegen immer das Schloss an einen geeigneten Halter transportieren oder eben in eine Tasche nehmen oder so und nicht irgendwie irgendwelche Bänder oder Spanngurte oder Gegenstände auf Tüten auf dem Gepäckträger. Wenn die schlecht gesichert sind, kostet jetzt Geld. Kostet jetzt knapp 50 Euro die Reparatur. Das ist auch nicht viel Geld, ehrlich gesagt. Aber kostet halt. Ne? Kostet Geld. Und hoffe, das hält. Bis morgen. Ciao, euer Tommy.